Für mich begann alles 1963, als ich in das Oberkommando der alliierten Streitkräfte in Europa einberufen wurde. Ich begann dort im Sommer 1963 bei der operativen Division. Dies beinhaltete gleichzeitig auch den Zugang zum SOEC, dem Kriegsraum, dem obersten operativen Zentrum im Hauptquartier. Im Zuge dessen wurde ich mit dem Cosmic Top Secret Clearance ausgestattet, einem Informationszugang, welcher bis heute die höchste Sicherheitsstufe innerhalb der NATO repräsentiert. Alle sprachen sehr angeregt über eine Studie, welche 1961 begann. Das Thema der Studie waren UFOs, was mich sofort faszinierte. Als die Studie 1964 abgeschlossen wurde, arbeitete ich immer noch im War Room und hatte dadurch die Möglichkeit, diese zu lesen. Und ich muss Ihnen jetzt sagen, danach war mein Leben nicht mehr dasselbe. Denn ich las da Berichte aus erster Hand, absolut verifizierbares Material der NATO, welches nicht nur bestätigte, dass UFOs real sind, sondern dass diese fortgeschrittener sind, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Als die Studie 1964 abgeschlossen wurde, war das Ergebnis, dass es offensichtlich vier verschiedene Gruppen gibt, welche uns regelmäßig besuchen. Eine dieser vier Gruppen, Spezies, sah exakt aus wie wir. Es könnte einer von denen im Restaurant, Flugzeug, im Theater neben ihnen sitzen und sie würden es niemals bemerken. Und genau diese Tatsache störte die Jungs vom Militär, nämlich der Fakt, dass eines dieser Wesen von irgendwoher sich einfach völlig unbemerkt im Hauptquartier oder im Pentagon bewegen könnte. Eines Tages sagte ein Oberst während des Mittagessens zu mir: "Mein Gott, ist dir eigentlich klar, dass sie sogar schon im Weißen Haus sein könnten? Der Gedanke, Außerirdische könnten hier, mitten unter uns sein, beunruhigte das Militär einfach massiv." Denn man muss verstehen, wenn jemand schon nicht vorab paranoid zum Militär kommt, wird er sehr schnell darauf trainiert, es zu sein. Es liegt einfach in der Natur des Militärs, paranoid sein zu müssen. Aber das war nur ein Teil der Geschichte. Das Ergebnis der Studie von 1964 war ja, dass es vier Gruppen von denen gibt, die uns bislang bekannt sind. Sie konnten ja nicht interplanetar, sondern mussten interstellar sein. Man kam sogar zu dem Entschluss, dass einige wahrscheinlich aus anderen Galaxien kommen. Als ich 1976 in den Ruhestand ging, wussten viele beim Militär, dass wir es hier nicht einfach nur mit Leuten zu tun haben, die von anderen Planeten oder Sonnensystemen kommen. Man kam zu dem Entschluss, dass einige dieser Besucher möglicherweise multidimensionaler Herkunft sind. Die Beweise, die wir gesammelt hatten und die Beweise, die sie uns wiederholt demonstriert hatten, das war kein Zufall. Es deutete alles darauf hin, dass hier ein Programm, irgendein Prozess im Gange ist. Sie haben uns immer und immer wieder demonstriert, dass sie sogar offensichtlich in der Lage sind, Materie und Zeit zu manipulieren. Dieser Gedanke war für unsere Wissenschaftler absolut schockierend. Die Vorstellung, dass es wirklich intelligentes Leben von irgendwo anders her gibt, aus anderen Dimensionen, die einfach so in unsere Realität reisen können, das rüttelte sehr stark an den Säulen der traditionellen Wissenschaft. Ich spreche deshalb so offen darüber, weil es mich unglaublich stark berührt. Ich verletze bis heute, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, meinen abgegebenen Eid zur Geheimhaltung. Ich tue dies absichtlich und vorsätzlich, denn das amerikanische Volk und die Welt haben nicht nur das Recht, dies alles wissen zu dürfen. Sie müssen es wissen. Die Wahrheit ist schlicht und einfach. Wir sind nicht alleine und wir waren nie alleine. Wir sind ein Teil des unendlichen Universums, welches gefüllt mit intelligentem Leben ist. Ich finde dies alles hochgradig interessant und es bereitet mir auch keinerlei Angst.
Die Studie kam 1964 zu dem Endergebnis, dass wenn die, von woher auch immer sie kommen mögen, uns gegenüber wirklich feindselig wären, hätten sie unseren Planeten schon vor sehr langer Zeit übernehmen können. Sie hätten uns einfach eliminieren und danach zu Hundefutter oder sonst irgendetwas verarbeiten können. Haben sie aber nicht und werden sie auch nicht.